Wrestling. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei einer neuen Folge von Wrestling Fight Night. An meiner Seite mein Co-Kommentator Romeo. Und an meiner Seite Wema Humongus. Und wir sind jetzt schon beim ersten Kampf. Es ist ein Tag-Team-Kampf der Juniorendivision. Es treten an Mr. V und Tricky Steve gegen Puyan und Akuma Yarihato. Und Puyan hat Mr. V in einem Side-Headlock gehabt, der hat sich aber schön daraus befreit. Ein Wristlock von Puyan. Ja, den hält er jetzt durch. Das ist nur ein kleines Abtasten. Das ist, glaube ich, alles noch nicht so ganz ernst gemeint. Und ein schöner Side-Headlock-Takedown und Puyan zum ersten Mal am Boden. Ja. Sie müssen noch ein bisschen mehr machen. Gerade am Anfang sollte man nicht so auf Abtasten tun, sondern gerade wenn man eher in den Leichtgewichten gehört, sollte man gleich von Anfang an sehr viel mehr Druck ausüben. Ja, ein schöner Armdrag. Ich meine, man muss dazu sagen, es sind einfach Junioren, sie sind noch relativ neu. Das heißt, da fehlt natürlich noch die Taktik und die Erfahrung und deswegen sehen wir ein eher langsames Match am Anfang. Aber es geht los. Ein Whip-In und ein Shoulderblock schickt Mr. V zu Boden. Ein Boxsprung. Und was sollte das werden? Ein Hip-Toss. Sehr schön gemacht und Mr. V wieder am Boden. Also Puyan derzeit die Oberhand. Und wieder ein Whip-In in die Seile. Was wird das jetzt? Ein Backbreaker. Eine eigene Variante von einem Backbreaker. Und Ein Kick in den Bauch, ein geflogener, ja, keine Ahnung, wie man dazu sagen kann. Ein Roundhouse-Kick vielleicht. Aber jetzt wird es auch Zeit, dass sie beide mal wechseln. Eine Clothesline, ein High-Flying-Manöver. Ja, sagen wir lieber Low-Flying-Manöver, ja, von Puyan. Aber gut gemacht, der Schaden ist angerichtet, Mr. V wieder am Boden und Puyan behält die Oberhand. Jetzt der Wechsel mit Akuma Yarihato. Der längst ausständige Wechsel. Schauen wir, was Yarihato hier macht. Ein DDT. Auf jeden Fall, Mr. V rettet sich ins Seil. Auch Mr. V müsste es probieren, dass er tauschen kann, dass er endlich wechselt. Aber hier macht er es recht klug, nimmt sich die Auszeit, geht raus aus dem Ring. Der Referee muss bis 10 zählen, das heißt, er hat 10 Sekunden Zeit, sich zu erholen. Ich hätte jetzt sofort auch schon von außen mit meinem Tag Team Partner gewechselt. Mr. V macht weiter, er will ein Kräfte messen. Das ist irgendwie unklug, er sollte wechseln. Ja, man kann es bei diesen, sagen wir mal, schlanken Gestalten nicht wirklich voraussagen, wer kräftemäßig besser war. Mr. V auf jeden Fall trickreicher. Und endlich der Wechsel. Es geht auch hier ein bisschen um den Überraschungsmoment. Denn Mr. V und Puyan haben miteinander schon gewrestelt, so kann sich der Gegner schon irgendwie ein Bild machen von seinem Gegner. Oh, schöner Schoolboy, Cover 1, 2, Trick ist tief, aber bei einem, hat er nicht genügend Kraft. Bei einem neuen Gegner weiß er natürlich nicht, wie er hier rangehen soll. Und wieder Puyan, ein Schoolboy und zu nah am Seil, der Griff muss gelöst werden, kein Cover, kein Nichts, der Kampf geht weiter. Ja, das Wichtigste im Tag Team sind eben die schnellen Wechsel. Ja, das fehlt hier natürlich noch total. Sind beides, alle vier sind keine Tag Team Wrestler. Sie wurden von mir einfach als Tag Teams in den Ring gestellt. Einfach um zu sehen, um ihre Leistung abzutesten. Sie müssen einfach Erfahrung sammeln. Ja. Versuch, Puyan abzulenken, indem man ihm in die Haare greift, ist nur bedingt gelungen, sage ich mal. Ist das nicht noch immer Yarihato? Entschuldigung, ist Yarihato. Ja, beide lange Haare, kann man leicht verwechseln, beide weiße Hosen und lange Haare. Na, sehr schön gemacht. Intelligent, auch wenn illegal. Der Schiedsrichter war abgelenkt, dadurch konnte man ein illegales Manöver ansetzen. Ja, aber das macht unter anderem Tag Team Wrestling aus. Oh, ein Faustschlag in die Rippengegend, auch illegalerweise. Ja. Gleich drei folgend, der Referee schaut sich das an. Ja, und ein Front Headlock Takedown. Kam 1, 2, ja, nur ein Two-Count. Da hat er aber auch sehr lange gebraucht, unser Referee Quincy Jones, bis er am Boden war.
und ein Whip-In. Was kommt? Clothesline. Und Akuma Yarihata am Boden. Ja, ein Cover, sehr provokant, sage ich mal. Ja, hier hat er ein bisschen seine Muskeln spielen lassen, wenn man hier noch Muskeln erkennen kann. Ja, zumindest erkennt man kein Fett. Ja. Das muss man ihm zugute halten. Oh, schöner DDT, das sollte er wechseln. Die oder Chance. Das Cover ansetzen. Ja, das ist zu langsam, da ist er zu, sei er selber zu K.O. Und vor allem zu nahe beim Gegner. Genau. Und der Gegner macht genau das Richtige. Kommt der Wechsel sehr vernünftig. Ja, beide haben gewechselt. Hot Tag und Hot Tag. Ah, schöne Close-Line. Ricky Steve liegt am Boden. Puyan jetzt. Er räumt hier den Ring auf. Oh, ein Snap mehr. Und ein Kick in die Schultergegend. Ja, das tut weh. Da können noch ein Sie Kick. Ein Lied davon singen, glaube ich. Ja. Und ein schöner Clothesline. Aber das Cover ist zu langsam. 1, 2, ja, da kommt er raus. Das war klar. Da war er zu überheblich. Und ein Vorarm in den Rücken. Er müsste das Bein einhaken, er müsste das Cover besser ansetzen. Aber da fehlt halt noch die Erfahrung. Ja, vor allem, da hätte schon lange mindestens 2, 3 Wechseln im Tag Team sein sollen. Da hätten Double Team Action passieren sollen. Schöner Snap Suplex. Ja, zieht er einen zweiten? Ja, noch einen Snap. Gezogen, schafft er den dritten auch noch. Ah, er möchte ihn nochmal ansetzen. Oh, ein Standing Suplex diesmal sehr schön gemacht. Aber. Ah, er covert nicht. Das dauert zu lange. 1, 2 und hier greift Mr. V ein. Also von der Taktik und der Intelligenz Mr. V und Ricky Steve eindeutig besser in der Zusammenarbeit. Ja, wo man sagen muss, Mr. V kann auch wirklich gut einstecken, oder besser gesagt, jetzt ist Ricky Steve, weil dieser Suplex, der dritte, war schon sehr hart. Sehr gut gemacht von Mr. V. Ah, und jetzt droppt er sich zum Hot Tag. Und ja, da ist das hier Tag. Ist es. Das Tag ist gemacht und Mr. V greift ein. Puyan jetzt am Boden, Elbow Drops auf ihn und das ist ein Würgegriff. Der ist illegal, den muss er schon sofort. Der zählt auch sofort, aber Mr. V klug genug, vor 5 zu lösen. Und wieder ein Suplex. Ein sehr schön. Suplex. Diesmal keine Kombination. Verhöhnen des Gegners ist in diesem Zeitpunkt doch ein wenig zu früh, sag ich mal. Ein Slingshot ins Ringeck. Ah, das tut weh. Und schön gewechselt. War da überhaupt ein Wechsel? Schön und schöner Body. Anscheinend war ein Wechsel, den habe ich übersehen. Ah, jetzt greift Akuma Yarihato ein, wird aber zurückgeschickt. Aber egal. Puyan kam aus dem Cover raus. Wenn man sich den Rücken von Yarihato angesehen hat, da sieht man schon die roten Striemen von den Seilen. Also man sieht, auch ihm muss man noch, auch er muss noch viel an seiner Kondition und an der Härte arbeiten. Ja, man muss dazu sagen, dass das Publikum dazu tendiert, Wrestling-Action zu unterschätzen. Die Seile sind hart. Alles, was hier passiert, tut weh. Ja. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber Schmerzen sind beim Wrestling vorprogrammiert, egal wie gut man trainiert ist. Wir können ein Lied davon singen. Ja. Deswegen ist es auch ganz wichtig, das zu Hause auf jeden Fall nicht nachzumachen. Wenn man Wrestling machen will, dann sollte man bitte das in einer Wrestling-Schule machen. Nein, man sollte es nicht in einer Wrestling-Schule machen, man sollte es in der Wrestling-Schule machen, nämlich in der WSA. Aber auf jeden Fall einfach nicht nur so nachmachen. Hier können wirklich schwere Verletzungen passieren. Aber zurück zum Kampf. Tricky Steve hebt Puyan hoch. Um Gottes Willen, das kann es gewesen sein, das Cover. Hier. Ja, sehr schön gemacht. Der Kampf ist aus. Sieger dieses Kampfes, Tricky Steve und Mr. V. Durch eine wunderschöne Aktion, ein schöner Finisher war das. Wenn das sein Finisher war. Tatsache ist auch sehr intelligent, das Eingreifen von Akuma Yarihato verhindert. Hier noch ein kleines Nachgeplänkel. Egal, der Kampf ist vorbei, die Sieger stehen fest. Akuma Yarihato und Puyan sind es heute nicht, aber es war ein schön geführter Kampf. Ja, vielleicht treten beide Teams weiterhin als Tag Team an, denn die Tag Team Szene ist für mich leider eine sehr schwache Szene in Europa. Und wenn da welche probieren, das weiterzumachen, das würde sicher das Wrestling heben. Das stimmt. Egal. Sieger dieses Kampfes,
Tricky Steve und Mr. V. Hier lassen Sie sich noch feiern und wir kommen gleich zum nächsten Kampf. Ja, da feiern Sie. Das haben Sie auch wirklich verdient. Sie haben wirklich die Techniken, die Sie gekonnt haben, Sie wirklich gut eingesetzt. Wirklich ein verdienter Sieg der beiden. Ja, aber ich muss mit Ihnen ein ernstes Wörtchen reden mit den beiden. Ich wollte gerade den nächsten Kampf ansagen und Sie feiern da einfach weiter. Das ist einfach nicht nett mir gegenüber. Aber hier, jetzt kommt der nächste Kampf. Und zwar treten an Apex aus Graz gegen den gefürchteten Skull. Ja, auf diesen Kampf bin ich schon sehr gespannt, denn hier sind wirklich zwei Brocken dabei. Ja, vor allem es sind Profis, die jetzt in den Ring steigen. Bis jetzt waren es die Rookies, die sie gesehen haben. Ja. Sehen wir mal. Warten ab. Und hier kommt er schon, der Grazer Publikumsliebling. Apex! Auch Apex möchte natürlich mit diesem Kampf seine Karriereleiter weiter nach oben steigen. Apex will mit jedem Kampf mehr und mehr zeigen, dass er bald schon zur Elite gehört. Ja, er hat schon einige Kämpfe in Europa bestritten. Er war mit meiner Wenigkeit in Rom. Dort haben wir Seth Raven und den Italian Gladiator gezeigt, wie Wrestling richtig funktioniert. Er hat in Graz schon gekämpft, er hat in Wien schon etliche Kämpfe bestritten. Er ist einer der besten neuen Wrestler, neuen Profis, die es in der WSA gibt. Man sieht auch, dass er sehr an sich arbeitet, er hat einen sehr, sehr guten Körperbau schon. Wir werden sehen, was er heute für eine Technik ausgräbt. Vor allem gegen den Brocken, gegen den er antreten muss. Und hier sehen Sie ihn schon im Hintergrund. Es ist niemand anderer als Skull. Über 1,90 Meter groß. Und er trägt einen Titel. Und er trägt eine Maske. Und er trägt einen blauen Overall. Ja, dieser Titel, um den geht es heute hier in der WSA. Es ist kein WSA-Titel, es ist der Titel der UKWA. Und Sie sehen, selbst der Titelträger hält so viel von seinem Titel. Ja. Aber ich glaube, das hat nichts mit dem Titel zu tun, das hat was mit der Persönlichkeit dieses blauen Overall-Monsters zu tun. Ja, wie ein Gorilla stolziert er hier im Ring. Sehen wir mal, ob er auch die Kraft eines Gorillas hat. Ja, ich habe ihn schon oben ohne gesehen. Muskelmasse ist ausreichend vorhanden, auch wenn sie diesmal in einem blauen Overall versteckt ist. Und der Kampf ist freigegeben. Ja, man merkt auch so den Größenunterschied und auch den Massenunterschied, glaube ich mal. Ja. Aber blau macht ja schlank. Also eher schwarz. Ah, ein Kräfteduell. Das ins Seil geht. Hier muss er lösen. Oh, knapp vorbei ist auch daneben. Und Apex kontert mit Faustschlägen und Jobs. Also es war nur ein Job, okay. Aber schauen Sie sich diese Kraft an. Und schon wieder daneben gesprungen. Ah, schnelle Aktionen. Ah, aber da steht dieses Monster noch. Also ja, die Clotheslines zeigen kein. Ah, die dritte Flying Clothesline oder Jumping Clothesline. Aber hier steht er, sitzt er schon wieder. Und das hat ihn, glaube ich, eher aufgeweckt und wütend gemacht, anstatt dass es ihn. Ah, schön abgeblockt. Ah, was wird das? Ein schöner Smash auf den Boden. Das raubt einen schon am Anfang die Luft. Ja, eigentlich, ja, jetzt kommt das Cover, aber das hat zu lange gedauert. Ah, ich glaube, das hat Skull nicht ernst gemeint. Er wollte nur zeigen, ich kann dich jederzeit pinnen, wann ich will und wo ich will. Ja, hätte er es 3 Sekunden früher gemacht, wäre der Kampf vorbei gewesen. Nein, er will natürlich diesen Kampf auch genießen. Er will Apex in die Schranken weisen und zeigen, dass Skull wirklich der wahre Wrestler gegenüber ihm ist. Ja, vor allem, er ist der Champion. Ein Suplex, schöner Snap-Suplex. Ja, und Apex leidet. Ja, jetzt müsst ihr dranbleiben. Jetzt müsst ihr mehr Aktionen zeigen. Cover mit dem Vorhead, das habe ich noch nie so gesehen. Ja, das kann nicht funktionieren. Ein sehr eigenwilliges Cover. Ein Skull-Cover sozusagen. Ah, jetzt hebt ihn hoch, wird das ein Suplex wieder. Ah, ein schöner European Uppercut. Und Apex im Eck. Das ist ein erlaubter Schlag. Headbutt auf die Schulter, ein zweiter Headbutt auf die Schulter, das sieht man auch selten. Ja, er muss wirklich einen sehr harten Schädel haben, dieser Skull. Oder er hat etwas unter seinem Kopftuch versteckt. Ah, schöner Rambock. Ja, Skull dominiert derweil den Kampf.
Apex hat kein Mittel. Und hier, ja, das ist es noch nicht gewesen, Skull. Da hebst du den Gürtel zu früh. Ja, er wollte nur zeigen, wer der wahre Champ ist. Und das ist zurzeit Skull. Ein Front Headlock bringt der Apex zur Aufgabe. Ja, es raubt ihm auf jeden Fall dieser Front Headlock die Luft. Obwohl, im Knien kann er sein Gewicht nicht so einsetzen, wie er das im Stehen könnte. Ja, jetzt nimmt er den Arm auch dazu. Chicken-Wing. Ansatz, aber einfach nur ein Cover, nur bis zwei. Also da kommt Apex raus. Ja, jetzt sucht Skull eine andere Taktik. Vielleicht kommt jetzt was Technisches. Ah, nein. Ein technischer Headbutt. Ja. Und Apex kontert technisch mit Vorarms und Chops. Ja. Clothesline ging daneben. Oh, schön hochgehoben. Also Kraft hat Apex. Ah, schöner. Sehr schön gemacht. Und wo ist das Cover? Ja, da hat er sich selber. Schöner Follow-Away Slam. Das müsste ihm auch das drauf. Das dauert zu lang. Ja. Eins, zwei. Ja, einfach. Ja, da kommt Skull sehr leicht raus. Ich glaube, das war noch zu früh für ein Cover. Ah, jetzt Ansatz zu einer. Nein, ein Whip-In. Und ein Shoulderblock und Apex am Boden. Ja, da ist er viel schwerer und viel größer. Der Massenunterschied, der macht es. Was macht er hier? Ein Aufgabegriff. Ja, ein der auf die Schulter, ein kombinierter Schulter- und Armhaltegriff. Ein Armbar, allerdings steht er über dem Gegner. Also noch mehr Druck auf die Schulter, jetzt sitzt er sogar auf ihm. Ja. Da muss er aufpassen, Apex. Ja, er versucht den besten Hebel hier anzusetzen. Um hier wirklich einen schmerzhaft. Oh, brutaler Headbutt auf die eh schon lädierte Schulter und ein Kick in die Rippen. Das ist alles legal, das sind legale Manöver. Und schon wieder ein Cover mit dem Das Skull-Cover. Ja, noch nie gesehen. Deswegen und noch nie funktioniert. Ja. Vielleicht haben wir es deswegen bis jetzt noch nicht gesehen. Er ist einfach nur Rambock-Vorheads, ja. Headbutts, Ram-Heads. Ja, er muss einen Eisenkopf haben, weil Skull tut das überhaupt nicht weh. Ja, aber Apex kommt trotzdem raus. Ja, Apex gibt hier klein bei. Also Skull dominiert den ganzen Kampf. Aber noch hat Skull nicht gewonnen. Also Apex gibt nicht so leicht auf, auch wenn er leidet. Das war ein Augenkratzer, wage ich mal zu behaupten. Ja. Und jetzt wird er rausgeschmissen. Das ist legal. Zwischen dem zweiten und dritten Seil darf man jemanden hinaufwerfen. Ja, wir sind nicht in der WCW, wir dürfen auch über dem obersten Seil jemanden rauswerfen. Und wieder ein Headbutt. Und schauen Sie sich diese Wucht an, ist ja erschütternd. Mich wundert es, dass Apex noch keine Platzwunde hat. Ja, und dass Apex noch immer nicht steht. Entgegensetzen kann. Ja, und schon ist Apex wieder im Ring. Skull wird weiterhin angezählt. Weil bis 10 hatten sie Zeit, aber beide rechtzeitig im Ring. Ja, so bringt man den Gegner auch zu Boden. Ja. Aber so kann man ihn nicht covern. So vielleicht. Ein etwas besseres Cover. Diesmal 1, 2, ja. Und hier wäre es auch schon fast gewesen, der Kampf. Ja, aber das war auch kein wirklich ernst gemeintes Cover. Also gegen die vorherigen Covers war das schon ein professionelles. Ja. Oh, schönes Small Package. 1, 2, knapp vorbei ist auch daneben. Das wäre ein Überraschungseffekt gewesen. Ja, aber Apex. Das ist zu wenig. Skull dominiert den Kampf. Ja, ist ein Würger mit der Fußsohle, sieht man auch selten. Ja. Liegt an der Größe der meisten Leute. Und jetzt legt sich Skull mit dem Referee an, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, so bringt der Apex mehr Luft. Und ein Knie. Ein zweites, ein eingesprungenes Knie in den Bauch. Was kommt jetzt? Ah, Gutwrench Suplex? Oder nur Aufgabegriff? Nein, ein schöner Suplex. Ah, das muss es doch gewesen sein. Wunderschön. Wenn Apex da noch rauskommt, gratuliere ich ihm zu seiner Einsteckvermögensfähigkeit. Ja. Deutsch ist eine schwere Sprache. Schauen wir, ob er das wirklich durchhalten kann. Cover mit Cover. Dem Seil, das müsste der Referee. Ja, der Referee hat es gesehen, da muss er lösen. Weil hier hätte er auch gar nicht notwendig gehabt, in meiner Meinung. Ja, mit diesem Cover hat er natürlich die Hebelwirkung verstärkt, aber das ist natürlich illegal. Ja, aber das. Wie bin? Skull ist die ganze Zeit so überlegen gewesen. Oh. Was? Jetzt kann er ihn durchziehen, dieser Rock Bottom von Apex. Hat er jetzt natürlich die zweite Luft. Kann er jetzt endlich Skull entgegensetzen? Na,
Schön Elektro. Elektro. Und das Cover. Eins, zwei. Nein, das waren zu wenig Manöver für ein Cover. Das waren genau zwei Manöver und dafür reicht es nicht. Nein, nicht bei einem Skull. Snap mehr. Und was kommt jetzt? Oh, ein Kick auf den Kopf. Aber der ist wirkungslos. Der ist hart, dieser Kopf. Gegen diesen Stahlkopf bringt das überhaupt nichts. Und ein zweiter Kick und er sitzt schon wieder. Nein, dass er so funktioniert, das nicht. Was hat der für einen Schädel? Ja, also wenn Sie im Grunde nachschauen unter Eisenschädel, dann werden Sie sicher das Gesicht von Skull sehen. Ja, und hier zeigt er es an, das soll es gewesen sein. Finishing-Manöver. Ja, oder auch nicht. Geht aufs oberste Seil. Ja, er geht einmal aufs untere Seil. Und wieder ein heftiger Headbutt. Ein Flying Headbutt. Ja, Apex ist wirklich beeindruckt. Ja. Und hier kommt das Cover. Eins. Nur eins. Das verblüfft mich jetzt. Da habe ich wirklich gedacht, dass Apex nicht mehr weiter kann. Das spricht aber auch für Apex, dass er wirklich nicht aufgibt. Dass er wirklich dieses Durchhaltevermögen hat, weiterzukämpfen. Schöner Release German Suplex. Ja, er robbt sich zum Cover. Eins, zwei. Nein, da feiert er zu früh, das war nur ein Two-Count. Ja. Aber dann müsst ihr jetzt nicht mit dem Referee diskutieren, das bringt nichts. Denn hier gibt er nur Apex Zeit Wobei zu regenerieren. Ich nicht weiß, ob er wirklich diskutiert oder nur schaut. Ja. Das kann man bei dem Gesicht wirklich nicht sagen. Und Apex kommt zurück. Hat er die Zeit genutzt, die Skull hier verplempert hat. Sehr schöner Crossbody. Eins, zwei, nein, die Schulter ist auch oben. Er hackt das Bein nicht ein. Aber jetzt nimmt er ihn hoch. Wieder ihm nochmal ins Seil schicken. Nein. Knie. Schöner Rocker Chopper. Aber wie gesagt, ein Stahlschädel, das bringt überhaupt nichts. Also, wenn ich noch im Ring stehen würde, wäre ich schon lange auf die Beine gegangen. Und weil es ja eindeutig ist, dass es keinen Sinn macht, den Kopf zu bearbeiten. Ja, oder zumindest die Arme. Aber Arme, Beine oder auf den Hals. Brutaler Stich ins Auge. Ja, absolut technisches Manöver, ein Stich in das Auge. Ja, Skull, du kannst es auch mit der Technik. Ja, wozu Technik, wenn es anders auch geht? Und ist das ein Piledriver? Eine brutale Powerbomb. Normalerweise ist das Manöver, dass der Kampf vorbei ist. Sollte das Cover erfolgen, aber nein. Zeigt er es an, aber so doch nicht. Das ist eher eine Liebkosung als ein Cover. Naja, wir wissen nicht, was Kyle durch den Kopf geht. Ja, das weiß Kyle nur selber. Definitiv nur ein Two-Count. Was macht er jetzt? Jetzt nimmt er sich den Gürtel, das ist illegal. Ja, dann müsste er ihm jetzt, wenn er den verwendet, so gescheit ist er noch. Das hätte eine Disqualifikation werden können. Und eine zweite. Da kommt Apex raus. Ich wollte sagen, zweite Powerbomb, aber schöner. Perfect Blacks, kann man wieder zu sagen. Und das war's! Überraschenderweise Sieger dieses Kampfes. Und damit neuer UKWA-Champion, Apex! Durch ein Überraschungsmanöver, ein Fisherman Suplex. Da war eher der Überraschungsmoment als das Manöver. Ja. Tatsache ist, Apex hat den Kampf gewonnen, auch wenn er die meiste Zeit nicht der Dominierende war in dem Kampf. Und da ärgert sich Skull zu Recht. Ist selber schuld. Er hätte konsequenter hier kämpfen müssen und konsequenter covern sollen. Egal, Schiedsrichterentscheidungen sind endgültige Entscheidungen. Sieger dieses Kampfes, Apex. Und das war's für heute. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Wrestling Fight Night. Ja, Apex hat Skull noch die Hand geben wollen zur Entschuldigung, aber Skull ist natürlich wütend. Ja, der neue Champion Apex.